Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Horrorprojekt. Upsala. Von mir, Vortex Elkerontic. Heute spielen wir The Final Take, gemacht von Hush Interactive und Forever Entertainment. Ich habe beim ersten Mal Forever Alone Entertainment mir irgendwie so gedacht, dachte mir so, okay, gut. Aber wir drücken jetzt A und oder Left Mouse Button to continue. Und, ja. Was genau uns erwartet, weiß ich noch nicht. Irgendwie finde ich es so interessant, dass ich hier mit den Menüknöpfen mit drauf und mit links und rechts weiter tippen muss. Ich würde sagen, wir machen einfach mal Start Game. Und ich habe gestanden keine Ahnung mehr, was passiert ist oder generell was so passiert und wo ist mein Zeiger? Ah, okay. Wir fangen mit dem allerersten Chapter direkt an. Die anderen sind ja eh noch gesperrt und Chapter 1, The Interview Play Chapter. Ich habe diese gekrillt. I'm just your typical girl. I come from a small town. Hell, most people can't even find it on a map. No one ever planned to leave my town, but I wanted to be different. I didn't want to close my eyes and wake up with regrets. So I left. I tried to make it big in the city. Make a name for myself, a career. I wanted to help people. I wanted to help those who couldn't help themselves. Something I wish someone did for me. But I failed. I failed myself, my family, my father. It's been 5 years since I left, and since then I've had about 10 jobs. I've gone from maid, waiter, assistant. You get the idea. I studied to be a nurse, but I could never get my foot in the door. No one would even give me a chance. Well, not yet anyway. But this is my last chance. I heard back from a job. A nursing job in a private hospital. Strange thing is, I've never heard of it. Well, not officially anyway. The pay may not be great and the location was strange, but it was my only shot. My last chance before I pack it in and head home. I had to prove to myself I could change things. I could prove my family wrong and make my father proud. It may have been a mistake, but we all live and learn. Okay, also sie ist von zu Hause weg, um Nurse sein zu studieren oder wie auch immer. Und hat jetzt ein Jobangebot irgendwo in der Pampa bekommen, richtig? Das ist ihre letzte Chance, an ihrer Familie beweisen, wie gut sie ist. Okay, klingt ein bisschen klassisch. Mal schauen, was es wird. Das fällt mir natürlich aus dem Himmel. Oh Gott, das ist wirklich so, kann man das irgendwie, nein. Gut, dass das nicht echte 30 Hertz sind. Oh Gott, Alter, also das ist... This hospital is a lot bigger than I thought. I hope this is the right place. A lot bigger than Hello? You thought? Is anyone here? Also du hast... I'm here for an interview for a nursing position. Maybe they're just short-staffed. Or maybe there's a note telling me where someone is. Ich habe gerade mal hier diesen Gang gesehen und den Gang denke ich so, oh, das Hospital ist viel größer als ich dachte. Also, ich würde jetzt nicht schon behaupten, dass es ein riesiges Hospital ist, aber ja gut, dass hier keiner ist und dass sie für ein Interview da ist, ist auch schon witzig. Gibt es irgendwie eine Uhrzeit? Nein, haben wir nicht. Okay. The reception desk complete. Okay. Irgendwie auch, dass wir auch gar keine... Oh Gott, ist das Kamera gekriegt. Soll ich keine Fußstapfen haben? Das ist gerade mega irritierend, dass es das so dunkel ist. Überhaupt kein Ton da ist. Nö, da ist nichts. Nobody is here. Es ist ein Zoom. Okay.
Fängt ja gut an. Soll ich vielleicht einfach wieder gehen? Ist hier eh keiner mehr da, die sind eh alle verschlossen. Hä? Im Ernst, was tue ich hier? Okay, the reception desk and sign in. Okay, warte. Nicht hier irgendwas machen. Oh, da. Locate elevator. Okay. Locate elevator. Guess I better take the elevator to the doctor's office. Ach ja, die Klappe, Mädel. Und plötzlich ist die Tür auf. Oh, gruselig. Loading, please wait. Xbox controls. Ach so, warte, die gibt ihr mir jetzt erst. Das ist ja witzig. Move, look around, Menü, Pause. Ja. Hush Interactive and Forever Entertainment. Wow, this hospital is definitely private. The fact that it's empty and dark doesn't make it scary at all. I'll be fine. I'll just keep exploring and venture into the darkness. Nothing's gonna get me or anything. Jeez, I really need to stop talking to myself before I get put in one of these nut houses. Ja, genau. Vielleicht wirst du dann am besten noch behandelt und wirst dann in so ein Räumchen mit ganz viel sanften Wänden gepackt. Das wäre ein ernstes scheiß Loading Screen für den Elevator. Okay. To use Flash. Wow, Handy mit Kamera-App. Oh Gott, Alter, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, dieses Spiel überhaupt anzufangen. Da ist zu. Explore Floor 1, ja this gut. This place seems outdated. Although, I've heard it's been close to the public since the 50s, so maybe different parts of the hospital aren't as bad as this. Okay, es sieht wirklich aus wie so eine alte Nervenheilung. Man sieht nicht sonderlich gut aus hier. Ich würde hier, glaube ich, nicht als Nurse arbeiten wollen. Ich denke, irgendwelche Akkus unten sind 100%, aber ändert sich das irgendwann auch? Oh, guck mal. Habe ich das eben nicht gesehen? Einfach ging eben einfach nur übersehen, dass es hier runterging? Oder ist das gerade neu? Das ist ja eklig. Achso, das sind Übungspuppen. Das ist ein bisschen sehr strange. Das ist ein Ausbildungshospital. Wobei die Ketten hier sind dann doch eher ein bisschen merkwürdig. Und werfen keine, doch werfen Schatten. Es ist trotzdem irritierend, dass ich keinerlei Geräusche mache. Und komplett mit der Hintergrundmusik leben muss, sage ich mal. Das ist sehr irritierend. Nicht mal. It's so dark. Good thing I have a light. God knows how many bugs are out here. Or hillbillies. Do you dare? I would hear my door. I would hear her my door breathing more. Ah, warte. I would hear her by my door breathing morning 2 a.m. every night like clockwork. Who is she? Why does no one believe me? Sehr akkurat da reingezeichnet oder drauf gemalt. Diese Textur von diesem Raum macht mich eher, glaube ich, gerade kirre, weil die einfach komplett wiederholt wird. Hello?
Irgendwie hat der Kopf von dem Ding, glaube ich, gefehlt, weil ich konnte die Augen von hinten sehen. Und ich glaube, das war nicht Sinn und Zweck der Sache. Also Grafikglitches haben wir auch noch. Gut, okay. Locate Admin Office. Muss ich jetzt echt alles vorlesen, was sie jetzt gleich, was sie jetzt ab heute, ab jetzt sagt? Also ich muss ganz leider ehrlich sagen, bis jetzt bin ich nicht unbedingt überzeugt von dem, was ich hier gerade tue. Recording spotted. I kept waking up in the middle of the night choking. Like someone or something had its hands around my neck. Same feeling I had when I was younger. Like someone was watching me. Gut, heißt ja nicht, dass Leute irre sein können. Ich finde das hier mega merkwürdig mit den Holzpuppen. Okay, Admin Office immer noch. Okay, super. Also dieser Jumpscare eben, dass ich der Größte so mich erschreckt habe, finde ich gerade eher peinlich, als dass ich das nicht peinlich finde, so offensichtlich wie das war. I remember when my family used to visit me, but as of late they have forgotten about me. I asked the nurse if she could call them for me, but I never got a response. They just looked at me with a blank stare. Things have changed, but I'm trapped. I can't move. I can't leave. I want to go home. Okay. Yay. Search for notes and search for recordings. Sehr super. Es ist so... Weiß ich nicht. Dieses Gekrissel die ganze Zeit geht mir eher hart auf den Sack. Neben allem anderen. Ja, diese gekachelte Textur in dem Raum da. Kann ich hier auch nur rummeckern. Da kann ich nicht durch. Das schwarze Fliesen oder warum? Gibt's hier fast kein Licht, wenn ich die Wände anleuchte. Ist das hier nicht das Admin Office? Nicht? Okay. Hier runtergekommen, ich meine, mehr gibt's hier ja irgendwie nicht. Oder ich bin einfach komplett blind. Gibt's irgendwie die Möglichkeit, dass ich mich ducken kann? Nein. Menükontrollen, ey. Wer macht das denn, dass man nach links und rechts klicken muss auf dem Gamepad, nur um die Menüknöpfe oben oder unten drunter zu aktivieren? Das ist doch total dumm. Aber ey, so wie die, also hier Forever Alone Entertainment trifft's. Weiß nicht. Ich weiß nicht mehr, wann ich mir dieses Spiel geholt habe. Es ist Ewigkeiten her. Ducken kann ich mich ja auch nicht. Was ich komplett nicht verstehe.
Im Ernst? Lol. Das ist ja fail. Pass mal auf. Y am Gamepad für eine Lampe. F auf der Tastatur für eine Lampe. Y am Gamepad für eine Lampe. F auf der Tastatur für eine Lampe. Das heißt, ich habe sogar doppelt Lampen. Cool. Wir können doppelt so hell leuchten, wenn wir auf Maus und Tastatur rumklicken. Können wir auch doppelt so schnell laufen, wenn wir nach vorne und W drücken? Nee, okay, schade, das hat nicht zu funktionieren. Okay, ja, wir haben auf jeden Fall eine Lampe auf diesem Handy, die reagiert auf Y und eine, die reagiert auf F. Ja. Gut. Aber ducken kann ich mich auch nicht. Tut mir leid, aber irgendwie würde ich sagen, das Admin Office, da waren wir doch gerade eben drin. Also diese wunderschöne Dame. Warte, das war ja hier in dem Raum. Was ist das eigentlich für ein Spiel, in dem man nicht mehr sprinten kann? Das Spiel ist, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich das nicht sogar auf die letzte Trash-Liste fast ersetzen soll. Hätte ich mir doch lieber Layers of Fear genommen. Ohne Scheiß, ich meine, was soll denn das? Kannst du nirgendwo weiter, jetzt so diese komischen Holzpuppen da rumfliegen. Total nervige Musik auf die Dauer. Behinderte Kacksicht. Und wenn die Sachen die ganze Zeit nur in diesem komischen VHS-Videorekorder-Kackding sieht. Es sind wie diese Filme, diese Horrorfilme, die so in diesem Kamera-Footage verruckelten Kamerafahrten-Stil sind. Guck mal, da können wir sogar reinleuchten. Ui. Warte, wir haben Soundeffekte gemacht. Ja, ich habe mich aufs Bett gebackt. Das hier auch? Nein, da fehlt der Stuhl. Ja, viel gibt's hier nicht, liebes Spiel. Bei den Jungs hier waren wir schon. Schubladen kann man nicht dran. Ich weiß auch, was wahrscheinlich alles in diesem komischen Effekt ist. Farbige Texturen wären denen zu teuer gewesen. Deswegen haben sie hier noch so alles repetitiv gemacht, weil sie noch einen Raum brauchten. Weißt du, die Deckentextur, da kann ich hier gar nicht mehr so richtig meckern, aber hier diese Wand. Den ihr ernst? Don't you dare. So, dass man sich überall draufbacken kann. Das hatten wir schon. Dieses Klo ist hier auch einfach nur, weil in jedes Horrorspiel ein Klo gehört, oder was?
ist so dumm. Vielleicht duschen gehen. So, und jetzt? Nein? Okay. Da kann ich nicht rein mit dem Vorhang. Hallo? Ist auch nichts drin. Die Tür kann man nicht mehr öffnen. Und da komme ich nicht durch. Controls. Xbox One Controller. Move. Change health item. Hold run. Flashlight. Open door intake. Pick up items. Pause menu. Also eigentlich sind nur die Schultertasten. Wobei nicht mehr die irgendwas gemacht. Ich habe oben die Schultertasten gedrückt, ist nichts passiert. Start game. I'm just your typical girl. I come from a small town. Will ich echt von vorne anfangen? This hospital is a lot bigger than I thought. I hope this is the right place. Ohne Scheiß, es gibt keinen Kack-Speicher-Button. Is anyone here? I'm here for an interview. Guess I better take the elevator to the doctor's office. Das ist so sinnlos, ne? Plötzlich so wupp wupp. Change to health item. Change health item. Hold down to run. Flashlight. Ich bin nicht sehr überzeugt davon. This hospital is definitely private. The fact that it's empty and dark doesn't make it scary at all. I'll be fine. Entschuldigung, ich knister mal ein bisschen rum. Wir kennen ja die Intro-Sequenz schon. Nothing's gonna get me or anything. I really need to stop talking to myself. Vor allen Dingen diese Sprüche dabei, ja, nichts wird mich hier fangen oder kriegen oder so. This place seems outdated. Although, I've heard it's been closed to the public since the 50s, so maybe different parts of the hospital aren't. Gut, dass die Controller-Tasten nicht mehr alle funktionieren, ey. Für einen Scheiß. Falsch rum ist Mapping von den Dingern. Und ja, gut, dann mache ich mit der Maustastatur, ist mir auch recht. Ah, meine Maus packt natürlich durchs Bild durch. It's so dark. Good thing I have a light. God knows how many bugs are out here. Or hillbillies. Ich hab einen Schlüssel, ja. Ja, da wird definitiv der Kopf. Boah, Alter. Was ist das eigentlich für ein behindertes Spiel? Entschuldigung, aber. Oh, wir haben diesen Kackschlüssel, den wir nirgendwo benutzen können. Die Tür können wir nicht öffnen. Da kommen wir nicht durch. I kept waking up in the middle of the night choking. Like someone or something had its hands around my neck. Same feeling I had when I was younger. Like someone was watching me.
Ja, aber diesen wunderschönen Schlüssel, den wir nirgendwo benutzen können. Oh, Doppellicht. Das halten wir ja schon auf. Das ist die einzige verfickte Tür, die es hier gibt. Das hier. Und der Schlüssel da? Nein, natürlich nicht. Boah, Alter, diese... Wie kann man die Steuerung da so verkacken? Und das hier mit der Maus ist ja richtig abartig. Weitere Aktionen. Ist auch Vollbild. Okay, gut. Bin ich kurz raus. Und wieder rein, Tappe. Nein. Natürlich nicht. Sorry, aber wie beschissen ist das denn gemacht? Und wofür gibt es eigentlich diesen verfickten Knopf für Graphic, Low, Medium und High, wenn es eh alles scheiße aussieht? Der Soundtrack von dieser Tante war ja auch einfach nur billig. Ich habe einen Key, den ich nirgends benutzen kann, weil alle Türen, weil die einzige Tür, die es hier gibt, die zu ist, geht damit nicht auf. Und die andere, da komme ich nicht hin. Was für das gerade? What the heck? Ist dieses Spiel eigentlich komplett broken? Left Mouse Button, ja, das ist der hier. Warum sollte ich das tun? Ach so, die Dinger dürfen sich nicht überschneiden.